So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play, der Planer, die Landwirtschaft. Ich bin jetzt gerade noch hier so am Durchgucken etc. In den Handelsmärkten und so weiter und so fort. Also haben wir erstmal genug Dinger hier angenommen. Sonst gibt es jetzt sowas Angebote, was für uns, ja, sagen wir mal, vom Vorteil wäre. Wir könnten noch Mais loswerden für Dezember. Das nehmen wir auch an. Weizen bis zum 5.12. Na gut, lassen wir erstmal hier ein bisschen was durchgehen. Ja, die Milch konnten wir uns halten. Neuer Traktor wurde von Dings repariert. Das ist sehr schön. Wir lassen gerade mal, oder ich lasse gerade mal hier erstmal alles ein bisschen reparieren von unseren Vollprofi hier. Dass wir hier ein bisschen vorankommen. Dass wir hier jetzt nicht in Schwulitäten kommen. Da wir ja leider bloß einen haben, der dafür hier überhaupt Ahnung hat. Leider wohl bemerkt. Bleibt uns da ja nichts anderes übrig. Zack. Außer das hier überhaupt irgendjemand mal machen zu lassen. So, wir haben mal wieder einen Nachwuchs. Ja, jetzt macht noch mal einen ruhigen hier. So, zum Stall, zum Stall, zum Stall. Das sind ja soweit erstmal ganz gute Voraussetzungen, wie ich das hier sehe. Gucken wir mal, wie die Handelsmärkte gerade mal schreien. Jetzt wollen sie alle Weizen haben, wie ich sehe. Das war schon mal bis 2016 angelegt. Aber die wollen Weizen haben. Und Weizen haben wir ja Gott sei Dank das ganze Lager voll, um genauer zu sein, 20.000 Tonnen. 20k von 20k insgesamt. Deswegen können wir den Handelsmärkten dementsprechend auch Weizen, ja, versprechen. Bis zum 5.12. bis zum 28.03. Ja, nehmen wir an, dementsprechend. Ansonsten Mais bis zum 21.02. 4.200 Kilo. Bis zum 9.02. Wie gesagt, Mais haben wir genug da, das können wir alles abtreten. Hafer haben wir leider bloß keinen da, so deswegen machen wir weiter hier. So, ein weiteres Tier ist ausgewachsen, dann bitte einmal zum Stall. Zum Stall mit dir. So, Patent, der durchgeknallte Onkel in Amerika wollte er nur bla bla bla, und das ist von drei Schütteln bla 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 aufgedrungen. Daraufhin hat er ein neues Einbaugerät der Traktoren erfunden. Die Einnahmen durch das Patent hebt ihr 11.000 ab. Sehr schön. So, auch hier konnten wir uns wieder an die Terminvereinbarung halten. Gucken wir mal gerade mal hier, wie es aussieht. Wintergerste für den 2.2. angelegt. Weizen immerhin noch für den 7.3. angelegt. Wie gesagt, Stroh für den 2.2. angelegt. Wintergerste, das muss ich gucken. Ich weiß gar nicht, wir haben hier Wintergerste auf Lager. Ach ja, doch, tatsächlich. Wir haben Wintergerste auf Lager und zwar ja, fast um die 30 Tonnen. Das ist sehr schön. Deswegen kann ich in dem Sinne auch für Wintergerste, für Weizen und für das Stroh zusagen. Mais haben wir immer noch genug da. Also von daher nehmt euch den Scheiß. So, Kalbsfleisch. Da kommt es jetzt drauf an. Das wollen viele haben. Aktuell habe ich auf Lager. Mit dem Mais jetzt nicht allzu viel wird. Mal gucken. Kalbsfleisch habe ich aktuell auf Lager. 1400 Kilo. Ne, das übertrifft leider alles mal wieder. Deswegen muss ich gerade noch mal gucken, dass ich jetzt hier so viel für Mais genommen habe. 2, 2, 4, 2. Strafe, warte mal, da zahle ich hier. Warte mal, die zwei kündigen wir mal lieber. Das war nicht so gut. Ich habe vergessen, dass ich noch Dings hatte. So, gute Idee ist. Ausgewachsen, dann geht es wieder zum Stall.
So, und wir haben mal wieder eine Förderung von 12.000 erhalten. Sehr schön. Wir können sowieso erst wieder mitmachen. Pokerrunde. Bla bla bla. Du zahlst insgesamt 3.000 an Schul. Ja, klasse. Spiele ich hier Poker oder versuche ich gerade meinen Hof irgendwie hier aufzubauen? Wir haben ja an sich schon wieder ganz gut Geld. So ist es ja nicht. So, hier kommt leider wieder der Tierarzt. Ich muss bloß gerade mal gucken, dass hier, wie gesagt, meine Kühe nicht so alt werden. Stroh konnte dementsprechend eingehalten werden. Das ist sehr schön. Das Finanzamt, du hast vergessen, rechtzeitig einen Auftrag zur Erteilung in Auftragsformular zu stellen. Ach, geh mal den Sack hier. Geh mal den Nerven sagt, was ist jetzt hier Nachwuchs im Kuhstall? Nachwuchs im Kuhstall. So, Jungtiere und alles nur. Ey, und alles nur. Kerle. Das gibt's doch nicht. Ja, alles nur Kerle, also das ist schlimm, schlimm, schlimm. So, gucken wir gerade nochmal auf den Handelsmärkten hier. Wie viel habe ich jetzt noch? Also Mais muss ich noch abtreten, Weizen und Weizen muss ich dementsprechend noch abtreten. Stroh 1800 Kilo bis zum 5. bis zum 4. Schade, dass ich hier nicht doppelt und dreifach irgendwo reingucken kann. Stroh, Stroh, Stroh. Kann ich noch 7.000 abgeben, was die Handelsmärkte angeht? Also können dementsprechend mitgenommen werden, bitteschön. Ansonsten habe ich keine Silage zur Verfügung und Kalbsfleisch nicht in den Ausmaß. Sorry dafür. So, am 3. geht es erstmal wieder weiter. Da können wir erstmal, ja, Mais wurde wie geplant wieder eingefahren. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann gucken wir gerade mal so, was allgemein so ein bisschen hoch geht. Also Mais, das ist alles ein bisschen billig. Silage könnten wir dementsprechend mit anfertigen lassen. Wintergerste, Weizen. Ich muss gerade erstmal im Lager gucken. Also der Mais geht jetzt zur Neige. Puh. Silage hab ich keine, wie gesagt. Das ist jetzt halt Sommergerste. Weizen hab ich noch 17.000. Ey. Und der erste hab ich 24.000. Gottes Willen, Alter. Das ist ja jetzt hier Baufläche im Endeffekt, weil die werden wir wohl irgendwann demnächst mal brauchen. Also, wenn wir ja Silage machen wollen, das kann ich ziehen. Also es gibt normales, das kann 10.000 Dings mit einbehalten, dann gibt es eins, das kann halt 20.000 mit inbehalten. 20.000, das ist schon was. Bauen wir ja einfach mal ein Frachtsilo hin, dass wir auch Silage machen können. Da brauche ich nur unbedingt, wie gesagt, noch eine Garage, weil die Fahrzeuge, das reicht halt vorne und hinten nicht. Muss man nun mal leider so sagen, wie es ist. Ich brauche mehrere Traktoren. Ich kann das mir nicht langsam nicht mehr alles nur noch zur Miete machen. Was habe ich denn jetzt noch an den Handelsmärkten drin? Stroh und Weizen bis zum 3. Schicke ich den jetzt einfach mal hier zum Dings machen. Hier können wir sie an der Theorie schon mal da ansehen. So, jetzt ist bloß mal die Frage, was wir da jetzt machen. Also ich könnte hier Silage anpflanzen. Ich glaube, dann machen wir erstmal auf den Feld Silage. Und auf den Feld, da müssten wir erstmal wieder flügen. Ja.
Halleluja. Na dann, machen wir mal los hier. Nachwuchs im kleinen Kuhstall. Gucken wir gerade nochmal hier rein. Kann gleich wieder zur Schlachtung gehen. So, aussehen. Dann gehen wir mal wieder hier rein. Nehmen wir uns einen Traktor. Nehmen wir uns eine Saatmaschine. Und Sommergerste. Ich weiß nicht, wann die Sommergerste immer gefragt wird. Das ist halt immer so das Problem. Weil für Mais, wir lassen hier auf jeden Fall Mais anbauen. Ich würde den eben mieten. Den anderen können wir hier reinnehmen. Schnell die Saatbereinigung machen. So, hier ist es jetzt fertig. Hier wird es gerade gemacht. Hier wird gerade die Saatbereinigung. Gut. Es ist halt jetzt so immer an dem Zeitpunkt auf jeden Fall wichtig, dass wir uns hier auf die Handelsmärkte konzentrieren. Weil die jetzt aktuell halt ein bisschen ab drehen. Um es mal milde auszudrücken. Silage wollen sie zwar alle haben, aber halt bis Herbst. Deswegen müssen wir das dann halt ein bisschen mit Item. 1100 Kilogramm Stroh hätten die, würde jetzt noch gehen. Gut, also 7 Tonnen Stroh haben wir auf jeden Fall noch da. Das wäre für die Handelsmärkte also noch zu bekommen. Silage kann ich aktuell nicht versprechen. Ich weiß nicht, wenn die Silage fertig wird, aber definitiv nicht bis zum 4. Also, das ist Schwachsinn. Hafer habe ich gehen und Kalbsfleisch 3300 Kilo. Ich weiß nicht, wie das aktuell aussieht mit Kalbsfleisch. 3300, 5000 Kilo Kalbsfleisch können wir ja sowieso bloß einlagern. Wird hier gerade was gemacht? Achso, das ist im Wachstum, sag's doch. Was ist hier? Hier könnten wir das jetzt dementsprechend aussehen. Das könnten 17 Tonnen wieder werden. 17 Tonnen Weizen werden wieder 17 Tonnen werden. Sommergerste, Hafer, Roggen. Sollen wir es mal mit Roggen probieren? Ich weiß es nicht. Wir machen einfach mal Roggen. Mehr wie falsch sein kann es im Endeffekt nicht. Von daher klatschen wir jetzt hier mal Roggen drauf. Hier ist Silage. Das Feld gehört uns nicht. Und das Feld sieht ja soweit noch ganz in Ordnung aus. Ich meine, wir könnten zwar trotz all dem mal mit Gülle drüber fahren, ne, aber kleine Saatmaschine hängt bei 40%. Ja. Soweit wird unseren Kollegen hier dran basteln. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Ja, da können wir uns im Endeffekt nur warten. Nachwuchs im kleinen Kuhstall. Mal wieder eine Förderung von 14.000 erhalten. Das ist ja wie ein bisschen schön. Die Saatmaschine wurde repariert. Gut. So, Traktor wird repariert. 59%, 73%, 79%, 85%, 95%, 54%. So, Termingeschäft Stroh konnten wir auch reinhalten. Thank you.
mal, ich guck gerade 49, 59%. So, 2 Tage, let's go. Und kann man wieder 11.000 von unserem Onkel gekriegt, der ist ja wirklich zu lieb. So. Termingeschäft für Stroh konnten wir mit einhalten, sehr schön. Wir haben jetzt so genannt nebenbei Milch, aber nicht für den Preis. Weizen, Wintergerste, Leute, nimmt's oder nimmt's nicht. Wie gesagt, ich kann euch noch keine Silage versprechen. Wie sieht's mit Milch aus? Oh, okay. Gerade mal wieder vergessen. Also für Milch kann ich Zusagen machen ohne Probleme. Mais weiß ich noch nicht so ganz genau. Hier kann ich auch Zusagen machen. Puh, aber aktuell gibt es noch nicht mehr. Also. So, die Silage kann abgeerntet werden. Ach, du Heimatland. Dann nehmen wir mal einen Zack. Unser Trecker. Dann muss man ja dementsprechend 1400 am Tag, 340 am Tag. So, der Termingeschäft Stroh konnten wir erfolgreich vereinbaren. Das haben wir schon wieder am 4. Aber wie gesagt, gucken wir die Handelsmärkte hier Monat für Monat laufen. Blei will immer wieder einer, ich weiß ja nicht, Weizen. Weizen hört sich gut an. Also Weizen kann ich nur mit 10 Tonnen aushelfen. 10 Tonnen Weizen kann ich auf jeden Fall abdrücken, so ist es nicht. So, also Weizen für 95 Schwänge, 1400 Kilo, bringt uns insgesamt 1000 Euro ein. Das ist eigentlich auch für den Arsch. Stroh, 3,9 Tonnen, bringt auch nicht mehr allzu viel, kann man leider nicht mehr bedienen. Mais kann ich leider nicht bedienen aktuell. Milch kann ich weiterhin bedienen, das ist kein Problem. Ja, Silage bin ich gerade noch am machen, die Herrschaften. 1400 Kilogramm Weizen. Ne, das bringt's nicht, um ehrlich zu sein. Das bringt's nicht. So, so erledigt. Heu ist gemäht. Ja, jetzt müssen wir das Heu einsammeln. Das müssen wir ja, wie gesagt, leider mieten. Für 700 Miete ist das aber relativ billig, davon abgesehen. So, Termingeschäft Stroh konnte gemacht werden, wie ich das sehe. Termingeschäft Stroh, da müssen wir. Was haben wir jetzt an Stroh noch da? Nicht. Dann habe ich noch ein Termingeschäft für Stroh. Das wäre jetzt natürlich scheiße. Ja, habe ich. Oh. Ja, dann kündigen wir das Termingeschäft mal. So, Auftrag erledigt. Ist jetzt hier noch einer auf dem Feld? Ja. So, eingelagert. Silage 15 Tonnen. Also jetzt kann ich die Handelsmärkte dementsprechend auch wieder drüber. Wir sind schon wieder viel zu weit drüber, Leute. Entschuldigung, ich bin so in das Spiel vertieft. Aber egal, wir sehen uns dementsprechend im nächsten Part wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.